Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Marcella Hansch. Marcella hat vor 4 Jahren das Startup Everwave gegründet, damals noch unter dem Namen Pacific Garbage Screening. Und das Ziel dieses Startups ist nichts Geringeres, als die Meere zu retten und Menschen für diese Mission zu sensibilisieren. Seit 2018 leitet Marcella das Startup auch hauptberuflich. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass sie eigentlich ausgebildete Architektin ist und auch in diesem Beruf gearbeitet hat. Marcella, vielleicht fangen wir damit gleich mal an. Wie wird man denn von einer Architektin zur Retterin der Meere? Das fing tatsächlich in der Architektur an mit meiner Abschlussarbeit damals. Und zwar habe ich da eine Technologie entwickelt für die Meere, um dort den Plastikmüll gerade aus den Ozeanstrudeln herauszufiltern. Und ja, das war sozusagen der Grundbaustein für Pacific Garbage Screening oder eben heute Everwave. Kannst du uns noch ein bisschen mehr erläutern, was macht ihr da genau? Also wir haben ja angefangen mit dieser Technologie für die Meere. Das Ganze haben wir in den letzten Jahren adaptiert, weil wir gemerkt haben, wenn wir wirklich einen Impact leisten wollen, dann reicht es eben nicht, hinten in den Meeren aufzuräumen. Ähnlich wie beim Wasserschaden, da wischt man nicht erst den Boden auf, sondern dreht erstmal den Hahn zu. Und der Hahn sind in einem Fall die Flüsse und natürlich die Küstengebiete. Das heißt, wir haben unsere Technologien so adaptiert, dass wir jetzt in Flüssen, Stauseen, Müll einsammeln, also insbesondere Plastikmüll, aber eben auch Dosen und Kühlschränke und alles, was sonst noch so kreucht und fleucht. Und der zweite Punkt ist das Thema Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, weil natürlich auch wir Menschen ein Teil des Hahns sind und dem wollen wir natürlich auch zudrehen, weil wir als Konsumenten sind natürlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Und da sind wir sehr aktiv, Menschen zu inspirieren, motivieren, bewusst eben nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit einem Haufen Spaß und Motivation, weil wenn wir uns ändern, dann können wir auch die Welt verändern. Sehr schön, das gefällt mir gut, das ist ein super Satz. Wir hatten in dem Panel vorher über den Unterschied zwischen Invention und Innovation gesprochen. Ja, also dass Innovation dann tatsächlich so ein längerer Prozess ist, der Erfindung folgt. Wie war das bei euch? Wie habt ihr diesen Sprung geschafft, von dieser Idee dann tatsächlich in einen Innovationsprozess zu kommen? Also wir haben angefangen wirklich als gemeinnütziger Verein, haben angefangen mit kleinen Forschungsbeiträgen, mit Versuchen, mit Tests und natürlich eben mit unheimlich viel Gesprächen. Und je mehr man dann aber auch ins Tun und Machen kommt und je größer das Team wird, desto mehr Ideen fließen natürlich rein. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, und wir hatten hier an der RWTH auch natürlich die Chance, Hallen zu nutzen und Tests zu machen. Und ja, dann steht man auf einmal vor einem Produkt, was ins Wasser geht und denkt sich so, wow. Jetzt ist aus der Idee tatsächlich eine Innovation, eine Technologie geworden. Was braucht es denn da dafür? Braucht es dafür bestimmte Menschen, also ein bestimmtes Mindset, um das voranzutreiben? Braucht es da eine bestimmte Umgebung? Und eigentlich könnte jeder das tun. Was meinst du, was sind da ausschlaggebende Punkte? Es sind vor allen Dingen natürlich schon die Menschen, weil klar, es ist unheimliches Durchhaltevermögen angesagt. Thema ist natürlich auch Finanzierung. Also wir haben über den Verein eben auch viele Spenden gesammelt. Es ist unheimlich schwierig, als junger Verein vor allen Dingen irgendwie an größere Gelder, auch Forschungsgelder zu kommen. Deswegen haben wir eben auch das Startup gegründet, um auch eben Forschungsgelder beantragen zu können, was auch nicht einfach ist, mal so am Rande. Und es ist, glaube ich, eine Mischung. Also was ich so als Schwierigkeit gerade so in dem Beginn so rückwirkend sehen würde, ist auf jeden Fall das Thema Finanzierung. Und ja, das Wichtigste ist aber ein Team, was für die Sache brennt, was natürlich auch sich engagiert, was für das Thema lebt, weil nur mit einem Team kann man das Ganze vorantreiben. Und ja, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Was hast du in dieser Zeit gelernt? Besonders, wenn jetzt auf einmal so ein Team so gewachsen ist und neue Ideen reinkamen und bestimmt ist auch mal was schiefgegangen. Was waren so die wichtigsten Learnings, wenn du zurückblickst? Also ich lerne tatsächlich heute noch jeden Tag was Neues dazu. Das hat so ein Startup-Leben eben, ja, bringt das mit sich. Es ist natürlich zum einen vor allen Dingen das, was man, also die Aufgaben, die einem natürlich neu dazukommen, Team aufbauen, dann natürlich unglaublich viel Bürokratie, wie gründet man einen Verein, wie gründet man ein Startup, was braucht man, wie funktionieren diese ganzen Unternehmensprozesse. Jetzt gerade sind wir mit dem Startup auch auf Investorensuche jetzt in der ersten Investitionsrunde und auch das sind natürlich unglaubliche Themen, mit denen man sich erstmal als Architektin nicht so auseinandersetzt, aber es sind auch viele Themen, die ich jetzt so aus der Architektur auch irgendwie mitnehmen konnte, weil
Im Prinzip ist es ein Projekt. Also es fängt mit einer Idee, mit einem Entwurf an, geht irgendwann über in die Ausführungsplanung und irgendwann muss man halt die Bauleitung machen und durchlaufen gibt es halt ein Projektmanagement, was das Ganze begleitet. Und es sind natürlich verschiedene Phasen und ja, da konnte ich einiges, glaube ich, mitnehmen aus der Vergangenheit. Aber ja, ich lerne immer noch jeden Tag Neues dazu, was das unglaublich spannend macht. Ihr habt ja auch aus der Uni ausgegründet, ja, also ihr hattet da ein bestimmtes, auch bestimmte Unterstützungsstrukturen, oder wie war das? Nee, wir haben das schon privat gemacht, also wir haben privat erstmal einen Verein gegründet, haben dann aber viel mit der Uni zusammengearbeitet, also insbesondere mit dem Institut für Wasserbau, dort sind Abschlussarbeiten zu der ersten Idee geschrieben worden, um die Grundidee erstmal zu untersuchen, dann haben wir mit dem Forschungscampus auch zusammengearbeitet, konnten die Innovation Factory nutzen, um erste Modellversuche zu machen und dann vor allen Dingen auch die Hallen des IWWs nutzen, wo normalerweise Tsunami-Tests gemacht werden, haben wir dann unsere ersten Plattformen reingehangen, um zu schauen, funktioniert diese Strömungsberuhigung, wie muss so ein Prototyp aussehen, und das sind natürlich Sachen, wo der Kontakt zur Uni unglaublich wichtig war und auch bis heute ist. Das klingt super, ja, das sind tolle Voraussetzungen. Was würdest du dir denn wünschen, wenn ja jetzt neue Startups nachkommen, die jetzt neu gründen oder jetzt Unterstützung brauchen? Was sollte denn Universität da leisten? Also was wir immer als Problem natürlich hatten, erstmal man braucht Räumlichkeiten, man muss sich irgendwie treffen, man braucht eine Unabhängigkeit natürlich auch vom Job. Also wir haben das alles aufgezogen, als wir noch alle Vollzeit gearbeitet haben, und das waren meistens keine 9-to-5-Jobs, sondern weitaus mehr. Das heißt, man braucht natürlich die gewissen Strukturen, wo, glaube ich, gerade Universitäten helfen können, alleine schon mit Räumlichkeiten, idealerweise auch mit einem Backup-Budget, das ist zum Beispiel irgendwie ja, es gibt ein freiwilliges soziales Jahr, es gibt irgendwelche Zwischendinger, aber es gibt halt eigentlich nichts, wo sich ein junges Startup oder meistens ist man ja dann noch kein Startup, sondern ist meistens erstmal eine Privatperson oder mehrere Privatpersonen mit einer Idee. Und wenn man da irgendwie eine Struktur hätte, eine Räumlichkeit, einen finanziellen Background, dass man sich mal ein Jahr einschließen kann und einfach mal loslegen kann, machen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen, okay, wie kann ich jetzt morgen meine Miete zahlen? Ich glaube, das wird vielen, vielen Startups unglaublich helfen. Wenn du heute, ihr seid ja schon ein bisschen weiter, wenn du heute beispielsweise Werkstudenten, eine Werkstudentin einstellen würdest oder jemand auf einem Peer-Level, der euch unterstützt. Worauf achtest du da? Was sind wichtige Eigenschaften und Motivationen, die jemand mitbringen sollte? Feuer, was meinst du also damit? Also tatsächlich, also auch bei unseren Mitarbeitern, also mir geht es gar nicht um diesen klaren Lebenslauf oder dass der jetzt lückenhaft ist, sondern gerade Lücken oder Sabbaticals oder Auslandsaufenthalte oder einfach, dass man halt merkt, derjenige hat Spaß, Neues zu lernen, hat Spaß dazu zu lernen und geht gar nicht so diesen vorgeschriebenen Weg, sondern versucht sich halt seine Lücken irgendwie selber zu füllen und zu schauen, was möchte ich denn eigentlich machen, was möchte ich werden. Das finde ich viel, viel spannender, und das sind auch meistens die Leute auch, und so ist eigentlich unser Team im Prinzip aufgestellt, dass es alles Leute sind, die ein Ziel vor Augen haben, die Feuer haben für eine Sache. Und ich glaube, das ist auch das, was uns zusammenschweißt. Kann Universität so ein Feuer entfachen? Ja, glaube ich schon. Also klar gibt es, also ich habe auch Vorlesungen gehabt, die habe ich komplett verschlafen. Hat jetzt keiner gehört. Aber es gibt natürlich auch die Vorlesungen oder auch die Lehrpläne, wo halt Sachen drin sind, die einen unheimlich interessieren. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, nicht immer nur alte Strukturen zu haben, sondern immer wieder sich auch dem Zeitgeist anzupassen. Und die Chance, finde ich, hat eine Universität unglaublich. Und da hat die Universität vor allen Dingen, das ist halt eine Phase, in der Menschen unglaublich geprägt werden, nach der Schule natürlich. Man ist wissbegierig, man will was lernen. Und ich glaube, man muss gewisse Freiheiten lassen, also es nicht zu verschult machen. Das finde ich an meinem Studiengang am Ende ein bisschen schade, dass es alles sehr verschult war und es im Prinzip einen Stundenplan gab. Sondern, also ich glaube, diese Freiheiten zu lassen, sich selber seinen Weg zu suchen und sich selber auch seinen Weg aufzubauen, ich glaube, das ist was Menschen unglaublich prägt und auch im positiven Sinne für die Zukunft prägt. Gibt es einen Rat, den du einem Studierenden geben würdest? Geh ins Ausland, guck dir die Welt an, mach, was du willst und
lass dich nicht kleinreden. Also wenn du Ideen hast, wo jemand sagt, ach, das schaffst du sowieso nicht. Nein, das schafft man. Sehr gut, das sieht man an dir. Also es braucht ja ganz viele verschiedene Leute, die Innovation vorantreiben, die an Lösungen für große Probleme arbeiten wollen. Nochmal so ein bisschen so eine Metafrage. Wie kann das denn gelingen, dass wir wirklich ein System verändern? Also ihr leistet jetzt einen Beitrag, ja, zu einem bestimmten Problem und ihr seid jetzt ein Startup. Wie funktioniert das über Kooperationen? Wie kann man gemeinsam daran arbeiten, so ein großes Problem zu lösen, so eine große Aufgabe zu bewältigen? Also eigentlich nur zusammen mit Partnerschaften. Also wir haben zum Beispiel, arbeiten auch eng praktisch entlang der SDGs, also der Sustainable Development Goals, und da ist ja auch Nummer 17 eben Partnerships, und ohne das geht's nicht. Also man kann nicht alleine sagen, okay, wir haben jetzt eine Idee, damit werden wir jetzt die ganze Welt retten, sondern ganz im Gegenteil, man kann das halt nur mit Partnerschaften machen, und auch bei unseren Projekten achten wir darauf, dass wir Leute vor Ort mit einbinden, dass wir eben nicht einfach nur unser eigenes Ding machen, sondern immer mit Partnerschaften zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist auch was die Uni auch mitbringen kann und was ich auch im Studium unglaublich gelernt habe, Gruppenarbeiten, Zusammenarbeiten. Also die Masterarbeit war tatsächlich das einzige Projekt, was ich so wirklich mal alleine gemacht habe. Alle anderen Sachen waren immer eigentlich Teamarbeit, und das halt teilweise rund um die Uhr bis mitten in die Nacht. Und ich glaube, das ist etwas, was unglaublich wichtig ist und was auch ein System verändern kann. Wenn man das schon in der Uni lernt, dass es eben nicht immer darum geht, der darf jetzt nicht abschreiben, sondern dass es um Gemeinschaftsarbeiten geht, dass man sich zusammen hinsetzen muss und ein Projekt aufbauen muss von null. Und da sehe ich eine Riesenchance praktisch im universitären Lernen und auch eine Chance, das System zu verändern. Weil wenn wir die Offenheit haben, auch mit anderen zusammen zu arbeiten und das von der Pike auf lernen sozusagen, dann werden wir auch im Berufsleben und auch später anders agieren und anders arbeiten. Und ja, man merkt das ja, wenn viele Leute gleichzeitig auf die Straße gehen, können sie ein ganz schönes System ins Wanken bringen und wachrütteln. Und ich glaube, das ist total wichtig, um in der Zukunft innovativ zu bleiben. Was sind denn schwierige Kooperationspartner? Schwierige Kooperationspartner sind welche mit viel Bürokratie. Welche, die halt so festgefahren sind in ihren alten Strukturen, dass man da eigentlich kaum eine Chance hat, irgendwie reinzukommen. Also je größer und komplexer so ein Konzern oder so ist, ist es halt schwieriger. Es gibt aber auch positive Beispiele, die dann halt durchbrechen, die sagen, nee, wir verändern es jetzt. Und wir haben jetzt hier unsere Abteilung, die sich um Innovationen und Neues kümmert, und da gibt es diese ganze Bürokratie nicht mehr. Aber ja, Bürokratie ist eigentlich so das, was uns unglaublich ausgebremst hat die letzten Jahre. Weil ich weiß nicht, über wie viel Papierkram ich gesessen habe, wo ich dachte, also in der Zeit könnte ich jetzt auch eigentlich auf Bühnen stehen, mit Kindern sprechen, Menschen begeistern oder irgendwas Sinnvolleres tun, anstatt jetzt irgendwelchen Papierkram auszufüllen. Gibt es was du viel zu selten gefragt wirst oder was dir wichtig ist, was aber häufig so ein bisschen unter den Tisch fällt? Ja, wir werden natürlich viel auf die Technologie irgendwie nicht begrenzt, sondern, also was mir immer wichtig ist, dass das alle, also oder dass oft die Frage kommt so, ja, aber wenn ihr jetzt das den Müll da rausholt, ist ja super, dann können wir einfach so weitermachen wie bisher, ihr habt ja jetzt die Lösung. Und das ist es genau nicht, sondern ganz im Gegenteil. Also deswegen machen wir Bildungsarbeit, deswegen gehen wir nach draußen, deswegen machen wir auch Öffentlichkeitsarbeit und Marketingkampagnen, weil jeder Einzelne von uns etwas tun kann. Und das unterschätzen wir oft. Es gibt ja diese schönen Bilder irgendwie, wo Millionen Menschen sind und alle haben diese Sprechblase über sich oder Denkblase, ich alleine kann die Welt nicht verändern. Aber wenn alle, und das, da kommen wir wieder zu Partnerschaften und Kooperationen, wenn wir alle uns zusammentun, können wir unglaublich viel verändern. Und auch im Alltag, also wenn jeder von uns zum Beispiel seinen Müll nur ein bisschen reduziert, ist das in der Masse auf einmal unglaublich viel. Und das unterschätzen wir total. Und da hat natürlich jeder seinen eigenen Beitrag, den er leisten kann. Und da würde ich, also das ist auch so das, was ich möchte, so Menschen inspirieren zu zeigen, hey, ihr könnt was verändern, jeden Tag, wenn es auch erstmal im Kleinen anfängt, aber irgendwann ist das Ergebnis ganz groß, und das brauchen wir für die Zukunft unbedingt. Das ist schon ein ganz schönes Abschlussstatement, aber vielleicht trotzdem noch eine letzte Frage. Stell dir vor, in 10 Jahren vergibt die RWTH Aachen einen Preis an euch, ja? Ein Innovationspreis, und der Frank Piller beispielsweise hält die Laudatio. Worüber würdest du dich denn am meisten freuen, dass er über euch sagt?
Dass wir die Welt verändert haben und ein Stück besser gemacht haben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marcella. Dankeschön.